Googelt mal einmal bei YouTube Back to School, Gutnoten und ihr werdet überall angeschrien mit kauft schöne Schreibwaren. Lernt einfach viel. Lernt einfach viel. Was ist das? Okay. Was ist das für ein Tipp? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Lara Emily und ich teile hier jede Woche meine Tipps für Gutnoten und für Schule und für alles drum und dran und hoffe sehr, dass euch mit meinem Video wirklich helfen kann. Und heute reden wir darüber, wie wir das Schuljahr wirklich stark starten können. Wir lieben gute Alliterationen, oder? Es ist wirklich traurig, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass du einen guten Eindruck bei deinen Lehrern machst. Und das schon wirklich am allerersten Tag. Weil Lehrer sind auch nur Menschen, die psychologisch beeinflusst werden. Das sage ich in jedem Video gefühlt. Es ist einfach so. Und sie werden dich auch in Schubladen stecken. Das heißt also, falls du in den ersten Wochen nie zuhörst, vielleicht du gar nicht da bist oder den Unterricht störst und nicht mitlernst, dann werden sie dir auch keine gute Note geben. Wahrscheinlich auch nicht, wenn du dich dann verbesserst, weil sie dich eben schon so als schlechter Schüler einschätzen. Das ist wirklich traurig, aber es ist nun mal so und ja, hier finden wir jetzt einen guten Weg, damit umzugehen. Deswegen rate ich dir auf jeden Fall sofort, dich gerade schön hinzusetzen, den Lehrer anzugucken, den Lehrer vielleicht sogar anzunicken, dich immer zu melden, auch Fragen zu stellen, wenn du reinkommst, Hallo zu sagen, wenn du gehst, auf Wiedersehen zu sagen und generell einfach höflich sein. Also einfach wie ein normaler Mensch sein. Ich finde es immer, eigentlich ist es auch absurd, dass man das sagen muss, oder? Eigentlich ist es doch selbstverständlich, aber ja, dich einfach wie ein kultivierter, normaler Mensch verhalten. Das ist schon gut. Und die Sache ist so, das ist so ein einfacher Tipp, aber es ist so ein krasser Geheimtipp, weil das 90% der Schüler einfach nicht machen. Die denken so, ja, okay, ich lerne halt für die Klausur und krieg gute Noten, so fertig. Nee, mündliche Noten sind zum einen richtig wichtig und zum anderen bewerten eben die Lehrer auch deine Klausuren. Und sie sehen ja deinen Namen auf den Klausuren. Deswegen, man muss einen guten Eindruck bei den Lehrern machen. Aber das Ganze soll halt nicht gespielt rüberkommen, sondern du musst auch wirklich so meinen. Also du musst auch wirklich Interesse am Thema haben, weil man kann es nicht so gut die ganze Zeit Schauspielern. Zweitens, mach dir für jede Klausur einen Lernzettel. Ich persönlich lerne ja eigentlich nicht so gerne mit Lernzetteln, weil ich finde, dass man aktiv lernen soll, also sich Dinge auch aktiv zum Beispiel abfragt und nicht nur das passiv aufschreibt. Dennoch finde ich es super wichtig, einen Lernzettel zu haben, wo du alles rausschreibst, was in der Klausur rankommt, weil jetzt kommt nämlich der Punkt, beim Abitur kommt alles das ran, was eben in der Oberstufe in den 2 oder 3 Jahren rankam. Wir sind eben 2 Jahre. Und die Klausuren sind eigentlich schon eine richtig gute Abiturvorbereitung. Das heißt also, wenn ich mir einfach vor meinem Mathe-Abitur alle Mathe-Klausuren aus diesen 4 Semestern angucke, bin ich eigentlich richtig gut vorbereitet, weil genau das eigentlich rankommen wird. Hoffentlich zumindest. Ich hoffe es. Daher mache ich es bei jeder Klausur so, dass ich mir einen Zettel rausnehme und da alles aufschreibe, was rankommt, also alle Themen, damit ich auch, wenn ich vor Abitur stehe, genau weiß, was ich jetzt auch für das Abitur dann lernen muss. Drittens, habe eine gute Organisation. Eine gute Organisation ist das A und O, weil du eben alles eigentlich gut planen musst, um irgendwie Zeit für jede Sache, die du machen möchtest, finden kannst. Wird der Satz begonnen? Ihr wisst, was ich meine. Ich persönlich arbeite hier mit meinem iPad und schreibe da meine ganzen Notizen auf GoodNotes und habe es mir so eingerichtet, dass ich da verschiedene Ordner mit verschiedenen Fächern habe. In jedem Fach 4 Ordner für Q1, Q2, Q3, Q4 und dann für jedes Thema noch einen anderen Schreibblock und so weiter. Also ich habe das sehr spezifisch gemacht. Und zu meiner Organisation wird die nächsten Wochen auch nochmal ein Video online kommen. Also abonniert auf jeden Fall, um dieses Video nicht zu verpassen, denn das wird auch nochmal sehr valuable mit sehr viel Mehrwert. Des Weiteren geht es aber nicht nur um die digitale Organisation. Vielleicht magst du ja auch eher Ordner haben oder Hefte haben. Also ich hatte bis zur Oberstufe nur Schnellhefter, für jedes Fach ein Hefter. Das war aber sehr gut. Ich war nie ein Fan von Ordnern, weil ich immer es schwierig fand, den ganzen Ordner mitzunehmen oder verschiedene Ordner zu haben. Das war mir irgendwie immer ein bisschen zu aufwendig. Und ich fand es simpel und organisiert, wenn ich einfach für jedes Fach ein Hefter habe. Da musst du eben gucken, was für dich persönlich am besten passt und was dir am leichtesten fällt. Also es ist egal, was dir am besten gefällt, aber bleib dann auch die ganze Zeit dabei, damit du dabei bleibst. Das ist warm. Der nächste Punkt würde dich von deinen Mitschülern sehr unterscheiden und würde dich sehr viel vorausbringen. Und zwar ist das anzufangen, wenn du nicht anfangen willst. Du darfst nicht auf Motivation warten, weil Motivation kommt nicht einfach so. Wenn du im Bett liegst und auf Social Media scrollst, wird nicht einfach so Motivation kommen. Außer du guckst natürlich meine toll motivierenden Videos an. Nein, Spaß. Aber Motivation kommt durch Erfolgserlebnisse. Das heißt, wenn du aufstehst, wenn du keinen Bock hast, aber trotzdem aufstehst und dann was machst
und dann ein Erfolgsgefühl, wenn du ein Erfolgsgefühl hast, dann hast du auch Bock weiterzumachen. Dann kommt die Motivation. Aber Motivation ist nicht der Anfangspunkt. Das geht nicht. Und ich finde, das zu realisieren hilft mir immer schon total. Einfach zu wissen, es kommt nie der Punkt, wo ich Bock habe. Es wird nie passieren. Deswegen kann ich auch einfach gleich jetzt anfangen. Und das ist so ein Mindset-Shift, den man mal haben muss. Manchmal hilft es mir auch, mir bei Instagram oder bei TikTok, was ich beides by the way auch habe und überall Lara Emily Official heiße, anzugucken und dann irgendwie so eine kurze Motivation zu haben und Bock zu haben, weil ich schöne Stationery, schöne Schreibwaren sehe und Leute, Mädchen sehe, wie sie ihr Zimmer aufräumen. Das ist schon gut, das ist eine gute Motivation. Aber das ist eine kurzfristige Motivation. Und eine langfristige Motivation sind für mich eher meine Ziele. Und das hilft mir auch, aufzustehen, wenn ich keinen Bock habe. Aber wenn man eben die Disziplin einfach braucht, man hat nicht immer Motivation. Keiner. Auf meinem Kanal und auf vielen anderen Kanälen sehen wir die unterschiedlichsten Lernmethoden und Lerntipps. Und das Wichtigste ist eigentlich, das Ganze nicht nur stupide irgendwie anzuwenden, sondern das Ganze für dich persönlich zu personalisieren. Du siehst zum Beispiel auf meinem Kanal, dass ich die Pomodoro-Technik verwende und denkst du so, hey, Lara hat sie, Lara hat einen 1,0-Schnitt gerade, das muss ich anwenden. Cool, finde ich immer richtig cool. Und dann wäre deine Frage aber erstmal zu überlegen, hilft das mir gerade wirklich? Und wie kann ich es anwenden, damit es mir noch besser hilft? Falls ich also 15 Minuten lerne und dann eine Pause mache, das ist also die Pomodoro-Technik für mich, kannst du dir vielleicht denken, okay, ich muss aber etwas Längeres arbeiten. Vielleicht ist es für mich besser, wenn ich eine halbe Stunde lerne und dann 10 Minuten Pause mache. Weil natürlich bin ich auch nicht allwissend und kenne auch nicht deine persönlichen Struggles gerade. Ich versuche euch irgendwie nur so ein bisschen so Leitfaden mitzugeben und Inspiration mitzugeben und euch anzustupsen und die Lernmethoden ein bisschen näher zu bringen und finde es super, wenn ihr das Ganze aber noch ein bisschen für euch anpasst, damit es euch noch besser helfen kann. Vergesst auf gar keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren für mehr dieser Videos, weil ich lade hier jede Woche neue Videos hoch zum Thema Schule und Lernen und gute Noten und gerade in der Back-to-School-Zeit gibt es ziemlich viel von mir zu dem Thema. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und viel Erfolg, viel Spaß in der Schule beim Lernen und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Tschüss!